Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum zweiten Spiel am Montag, was ich hier für euch präsentiere. Let's Bet, eure Klick-Sportwettenanalyse mit dem Spiel Ghana USA aus dem Estadio Dardunas. Ja, brandaktuell mit den neuesten Trikots, wie sich das auch gehört. Ja, hat EA schön nachgelegt, brandaktuell das Update. Gerade eben habt ihr ja gesehen, Deutschland gegen Portugal, und jetzt gibt es hier den Nachschlag für den Montag. Klinsmann, ja, gerade im Bild, im Moment sehr unter Druck, denn in den USA, ja, also die Fans bzw. das Land steht nicht wirklich hinter ihm. Während die Spieler, ja, sie stehen wohl noch hinter ihm, aber er muss definitiv hier was reißen. Mein Tipp für die Partie ist, es wird leider nur ein Unentschieden. Ja, auch wenn ich es den Amis echt gönne, aber ich glaube, Ghana ist auch ganz schön stark. Also mit Kevin Prince Boateng, bestens bekannt aus der Bundesliga beim FC Schalke 04. Und ja, USA hat halt nicht so die Stars, sage ich mal, die man jetzt unbedingt kennt. Ja, Jones hat eigentlich seinen Zenit überschritten, wie ich finde. Aber hier erstmal die Startelf. Ja, Boateng kennt man natürlich, Asamoah genauso, ja. Kennt man beide aus der Bundesliga. So sieht es aus, hinten mit einer Viererkette. Tja, und bei den Amis auch nicht so viel verändert. Bradley, Dempsey, Altidor, Susi, Jones. Man kennt sie, sind halt ein Team, ja, technisch nicht, sag ich mal, die allerkrassesten. Also eher über Teamgeist wird da viel laufen. Und Ghana mit Anstoß hier. Ja, ich freue mich. Ghana gegen USA. Ich drücke natürlich den Amis die Daumen, ist ja ganz klar. Ja. Ich mag sie nun mal. Auch wenn sie in der Welt nicht so gemocht werden. Aber ich mag die Amis. Gerade auch im Fußball, weil sie da auch so der Underdog sind. Und schön. Gleich mal ein Gewaltschuss hier. Einfach mal rauf. Tja, Ghana hat sich was vorgenommen. Ja, und warum nicht? Ich meine, aber schöne Parade auch vom Keeper. Ja, und weil es so schön war, zeigt uns das EA gleich dreimal. Dankeschön. Ach, nochmal, ja. Warum denn nicht? Ich meine, wir haben Zeit. So, jetzt aber. Ecke Ghana. Ja, die USA müssen aufpassen. Ich bin gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Aber ich denke mal, Jürgen Klinsmann wird die schon richtig motiviert und aufgestellt haben. Haben sich auch sauber qualifiziert. Also von daher haben halt nicht so die Einzelstars, sondern eher so das Kollektiv ist entscheidend oder wird entscheidend sein bei den Amis und viel über Kampf gehen. Also darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber ich traue ihnen durchaus zu, hier eine Überraschung zu sein bei der WM 2014. Weil so schlecht spielen sie nicht. Und wenn Deutschland gegen sie gespielt haben, wir haben sie auch meistens höchstens mit einem 1-0 gerade mal besiegen können. Also, ne? Ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber erstmal Ghana am Ball. Bin ja auch gespannt, wie Kevin Prince Boateng, ob er wirklich seinen Stempel der Nationalelf von Ghana aufdrücken kann. Also jetzt auch mal international wirklich beim großen Turnier, oder ob er wieder Vorrunde raus und dann war es wieder nichts. Ich meine, viel vornehmen tun sich alle Teams, aber entscheidend ist dann wirklich beim Turnier. Und da haben sie ja bis jetzt noch nicht allzu viel gerissen. Also sind natürlich heiß, haben auch schon die Vorrunde mal überstanden, aber ja, titelmäßig war es das noch nicht. Ist jetzt auch erst die dritte WM-Teilnahme, während die USA haben, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das müsste die 14. mittlerweile sein für die Amerikaner. Aber haben ganz schön Probleme mit Ghana. Also bis jetzt stehen sie da zwar hinten ganz ordentlich drin, ich meine, die 0 steht noch, aber haben auch viel ihrem Keeper Howard zu verdanken.
Tja, wird eine sehr interessante Partie. Montagabend oder in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 0 Uhr ist Anstoß in der ARD. Also das wird richtig spannend werden. Sind doch auf Augenhöhe. Und da hätte es beinahe geknallt, ja, Bradley. Ja, USA aktuell Weltranglisten Platz 19 und Ghana auf Platz 24. Also so weit auseinander sind sie nicht. Bei beiden ist halt ja, die größte Schwäche wirklich die Abwehr. Während sie nach vorne eigentlich ganz ordentlich spielen und auch besetzt sind mittlerweile. Sowohl die USA als wie auch Ghana. So, Boateng jetzt. Ja, den lässt er sich nicht ablagen und schön abgelegt. Aber der Kopfball von Asamoah zu schwach. Und hier sehen wir es. Ja, Pässe 82-61%. Ja, das muss besser werden bei den Amis. Also, so können sie hier nichts reißen. Aber okay, die 0 steht noch. Und wenn der ein bisschen präziser gespielt wäre, der Pass, dann hätte es auch eine schöne Chance werden können. Aber so natürlich nicht. Duda hat den ganz fest, ganz locker. Aber sie bemühen sich wenigstens, ja. Kann man ihnen ja jetzt nicht absprechen, dass sie sich nicht wenigstens mal bemühen würden. Aber Ghana wieder im Vorwärtsmarsch. Opare. Über den Flügel. Wird nicht richtig attackiert, aber schön abgeholt, das Ding. Und jetzt die Amis. Geht da mal was, kontermäßig. Altidor. Susi. Ja. Ins Mittelfeld sollte das gehen. Bradley sollte da treffen, aber ja, leider nicht angekommen, das Ding. Und Ghana wieder. Ja, geht hier munter hin und her, wie beim Tennis. Ja, schön von Johnson geklärt. Und Jones, ja, auch vom FC Schalke 04. Hier spielt eigentlich Schalke gegen Schalke, Boateng gegen Jones, wenn man so will, ja. Die Bundesliga wieder mal, wie so oft, vertreten in einem WM-Spiel. Gab es ja auch diese Statistik, welche Liga am häufigsten vertreten ist, also wie viele Stars wo spielen. War, glaube ich, vor einer Woche bei Sky Sport News HD haben sie das gezeigt. Da ganz überraschend, erster Platz, also was jetzt überraschend. Natürlich Premier League auf dem ersten Platz. Oder was heißt natürlich, die meisten haben ja eigentlich mit der spanischen Liga gerechnet. Nein, dem war nicht so. Auf dem ersten Platz wirklich die Premier League, auf dem zweiten die italienische Serie A. Und auf dem dritten die deutsche Bundesliga. Und dann kam erst die spanische Liga. Also die wenigsten Topstars spielen hier in der spanischen Liga. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber so war es. Und bei Italien, Deutschland war es wirklich, handelt es sich nur um einen Spieler. Oder hat sich nur um einen Spieler gehandelt. Wenn man natürlich jetzt den Transfer von Dortmund schon mitrechnet, mit Immobile, dann sind wir gleich auf dem zweiten Platz. Aber okay. Jetzt sind wir hier in dem Spiel. Susi auf Johnson. Oh, was ist denn jetzt los hier? Schluck auf. Sorry. So, Jones. Hat bis jetzt auch noch nichts Weltbewegendes gezeigt. Wie das ganze amerikanische Team bis jetzt eigentlich. Aber okay, solange die Null halt steht, ist halt auch noch nichts passiert. Rein vom Spielanteil natürlich müsste Ghana hier schon mindestens 1-0 führen. Schöne Flanke, Kopfball, Pfosten. Und geklärt erstmal. Aber immer noch heiß hier. Asamoah, Gyan. Und Montari. Und schön geklärt. Und jetzt, ja, Sympata hat sich mehr erreicht. Schiri hat genug gesehen. 0-0 zur Halbzeit. Ja, eigentlich müsste hier Ghana 1-0 führen, aber haben ihre Chancen halt nicht genutzt. Und somit steht die USA noch ganz gut da, eigentlich mit diesem 0-0. Ja, hier die Parade in der 23. Denn mal eine. In der 25. Aber das Ding hier, das hätte eigentlich schon sitzen müssen am 39. Und dann das hier. Also, mehr Pech kannst du nicht haben. Beziehungsweise Glück aus Sicht der USA. So, Tore 0-0, Schüsse 5-1. Also, ganz, ganz schwach bei den Amerikanern. Aufs Tor 4 davon.
zu 0. Ja, die Amis haben noch nicht 1 aufs Tor gebracht. Ballbesitz 61-39%. Das geht gerade noch so. Zweikämpfe allerdings, ja, habe ich ja gesagt. Viel wird über den Kampf laufen bei den Amis. 3-1 für die Amis. Fouls 1-0. Karten hatten wir gar nicht. Verletzung eine halt bei Ghana. Ja, Abseits hatten wir nicht. Ecke eine für Ghana. Schussgenauigkeit 80-0%. Ja, sehr peinlich. Passgenauigkeit 84-70. Ja, hier Asamoah halt verletzt in der 38. Ansonsten ist hier nichts passiert. Na, gehen wir mal in die zweite Hälfte. Und sind mal gespannt, was sie noch im Köcher haben. Ich habe ja gesagt, es bleibt die Null. Also, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. So. Susi, oh Mann, was war das denn? Also, so nehme ich den Ball aber nicht an. Also, ja, und die haben Spaß da trotzdem, ja. Einen Punkt feiern sie natürlich trotzdem beide. Ich meine, in der Gruppe mit Deutschland und Portugal, da ist jeder froh über einen Punkt, aber ist halt zu wenig. Wobei, wenn sich die Großen natürlich auch die Punkte stehlen würden, dann, und hier einer gewinnen würde, wäre natürlich super für die jeweilige Mannschaft. Mit 3 Punkten zu starten ist definitiv besser als mit einem oder 0. Wobei 0 natürlich das Bitterste ist. Einer ist wenigstens noch gut halbwegs. Zwar nicht optimal, aber immerhin besser als nichts. Ja, und das gewohnte Bild. Ghana im Vorwärtsmarsch und die USA hinten drinne. Und solange Ghana das hier zu schluderig spielt, solange hat die USA halt auch nichts wirklich zu befürchten, außer dass er halt keine 3 Punkte kriegen, sondern nur einen. Aber ich denke mal, für die Leistung bisher sind sie da sehr, sehr gut bedient mit. Und vielleicht haben sie ja Glück und kriegen irgendwie einen Standard oder irgendeinen glücklichen Elfmeter. Hatten wir ja bei der WM auch schon. Ich sag nur Brasilien. Und dann steht es hier 1-0 für USA und haben eigentlich nichts gemacht, aber trotzdem gewonnen und 3 Punkte eingesackt. Ob es denn zum Schluss natürlich für den Titel reicht, denke ich mal eher nicht. Aber ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, super schlecht von Susi. Was war denn das? Also, Mann. So kann man doch den Ball hier nicht versuchen zu passen. Ja, da klaut ihn den Asamoah einfach vom Fuß. So, und es gibt die erste Auswechslung. Ayu geht raus. Wer wird für ihn kommen? Adoma kommt rein. Ja, überrascht mich, dass Ghana wechselt und nicht die USA auch. Aber okay. Vielleicht hebt sich das Klinsmann noch hier für die Schlussviertelstunde auf. Hier seine 3 Joker vielleicht oder so. Weil bis jetzt spielerisch natürlich super enttäuschend. Also ganz ehrlich, das ist gar nichts bis jetzt. Ja? Nur hinten drin stehen und Glück haben. So gewinnst du eigentlich kein Spiel. Und eigentlich ist auch der Punkt, also der ist sehr, sehr schmeichelhaft bis jetzt. Und auch ihre Angriffe, ja. Sie kommen überhaupt nicht zum Zuge. Immer ist einer da von Ghana. Und da geht es wieder in die eine Richtung. Einbahnstraßenfußball nenne ich das mal jetzt, ja. Also, so, hier wieder hoher Ball. Und weg ist der Ball. Also, Bradley, was war das denn? Oh mein Gott. Also, wenn ich Klinsmann wäre, würde ich da an der Seitenlinie schon einen Herzkasper kriegen. Ja, und Howard, der hat hier heute richtig viel zu tun. Ja, der schiebt Doppelschicht, während der Torwart von Ghana in der Nase popeln kann. Hat er gar nichts zu tun heute. Ja, und hier auch Abseits. Aber okay, wenn der jetzt nicht im Abseits gewesen wäre oder nicht gepfiffen wäre, dann kann er auch mal schnell durchrennen und das 1-0 machen. Ja? Man muss halt auch ein bisschen Glück haben. Und Ghana wechselt schon wieder. Die wollen also den Sieg unbedingt. Aqua kommt für Muntari. Ja, und Klinsmann wechselt immer noch nicht, macht auch keine Anstalten. So, wieder ein hoher Ball. Ja, sie versuchen es echt nur mit den hohen Bällen. Irgendwie soll er glücklich ankommen und dann
irgendwie den Lucky Punch setzen, aber das ist spielerisch, ganz ehrlich, das ist weniger als nichts. Also das ist wirklich, tja, was soll man dazu sagen, ja? Also sehr, sehr schmeichelhaft dieses 0-0. Jetzt hätte ich schon fast gesagt 1-1, aber wir haben ja noch gar keine Tore gehabt. So, jetzt mal hier, Dempsey auf Susi, erster vernünftige Spielzug, muss ich mal so sagen, von den Amerikanern. Aber dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Jetzt mal. Ja, schon wieder weg. Da gehen sie doppelt ran an Davis. Und ja, da hat er dann keine Chance. Sowieso durch die Mitte immer ganz schlecht eigentlich. Also, das geht meistens nicht gut. So, Boateng auf Asamoah. Kein Abseits. Flanke drin, aber zu ungenau. Einfach zu schlampig. Aber okay, ich meine, die Vorstöße der USA ist jetzt auch nicht berauschend. Ganz und gar nicht. Kann man noch nicht mal Vorstöße nennen bis jetzt, ja. Jetzt mal Chandler. Kriegt er den noch? Ja. Aber läuft doch gar keiner mit. Ich sehe hier niemanden. Doch, jetzt mal. Davis. Davis. Bradley. Tja, und weg ist der Ball. Also, da hätte man viel mehr draus machen können. Das ist, ja, das ist nichts. So, Johnson. Super schlechter Pass, Mann. Sorry. So, und Boateng. Ja, er gibt ab und zu mal ganz schöne Pässe, aber bis jetzt so richtig ist das auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und weg ist der Ball. Bradley, jetzt mal. Konterchance. Susi. Altido. Johnson kriegt den Ball gerade noch so. Bisschen schlampig gespielt gerade von Altidor. So, und Jones, was macht er? Auf Altidor. Aber zu spitzer Winkel, was machen sie denn da? Ja, Susi, jetzt muss die Flanke mal kommen. Und wieder zurück, Johnson. Ach Kinder, das ist nichts, ey. Mann, was macht er denn? Wollt ihr jetzt hier müde rennen oder was? Susi mit einem hohen Ball, aber der kommt natürlich wie immer nicht an. Tja, und weg ist der Ball. Gian. Auf Asamoah. Jetzt können sie mal was machen. Aber er macht einen Rückpass. Ah. Aber okay. Aqua hier vorne. Ja. Nett gedacht, aber leider die Mitspieler haben nicht mitgedacht. Und jetzt wechselt Klinsmann endlich mal aus. Ist auch schon längst überfällig, wie ich finde. Also da ist ja kreativmäßig gar nichts los bei den Amis. Beasley kommt für Davis. Aber ist natürlich mega clever, ja. Steht hier echt 0-0 nach so einer Scheißleistung. Also ganz ehrlich, schon sehr schmeichelhaft die Taktik da, ja. Aber ja, ist halt das Optimum, was Klinsmann rausholt hier aus dem Team. Also mehr kannst du da definitiv nicht verlangen, ja. Ich meine, scheiße gespielt und trotzdem einen Punkt geholt. Ist natürlich gut, ja. Besser als hier haushoch verloren. Aber ich denke mal, also ich sehe ja echt schwarz für Deutschland und Portugal. Also ich denke mal, da werden die Amis ganz schön die Jucke voll kriegen. Es sei denn, sie haben wirklich einen Glücksspot gepachtet. Oh, die kriegt er sogar noch. Nee, aus. Einwurf für Ghana. Ich dachte schon gerade. Tja, und das war's. Ja, mein Tipp geht auf. 0-0. Ich habe ja vor der Partie gesagt, das wird nur unentschieden. Ein klassisches. Das riecht danach. Tja. War ein sehr unterdurchschnittliches Spiel, wie ich finde. Gerade von den Amerikanern. Das war echt nichts, ja. Hatten richtig viel Dusel. Aber okay. Man könnte jetzt sagen, Minimalisten. Ja, haben eigentlich aus nächsten Punkt wenigstens noch mitgenommen. Tja, und Ghana war einfach, ja, sie haben sich nicht belohnt für ihre Mühen, ja. Das geht einfach nicht. Hatten definitiv viel mehr Spielanteile. Aber wenn du das Ding halt nicht machst, dann, stehst du zum Schluss hier nur mit einem Punkt da. So, Tore 0-0, Schüsse 5-1. Davon 4 aufs Tor und keiner von den Amerikanern. Die haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Wahnsinns schlechte Bilanz. Also das gab es bisher noch gar nicht bei der WM, glaube ich. Also
Ja, Ballbesitz 53 zu 47. Da haben die Amis ein bisschen den Kampf angenommen in der zweiten Hälfte. Zweikämpfe auch, sind sie besser. 3 zu 6. Fouls dafür, 2 von Garner. Aber nichts Weltbewegendes, keine Karten gab es da irgendwie. Und Verletzungen halt nur die einen aus der ersten Hälfte. Asamoah da. Ja, abseits einmal die Amis, eine Ecke. Schussgenauigkeit 80 zu 0%. Mega schlecht. Das ist Bestwert in der Kategorie schlecht. Passgenauigkeit 83 zu 78. Ja, das war ganz ordentlich noch. Ja, hier sehen wir nochmal die Ereignisse. Gab ja nicht viel. Gab halt nur, ja, es gab keine Tore, keine Karten. Verletzung, eine von Asamoah in der 20. In der 38. Tja, und hier die Einwechslung halt. Mehr war das nicht. Tja. Und ich würde mal sagen, das wird mal als Remis, denn es ist ja noch die Gruppenphase. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bedanke mich bei allen Abonnenten. Danke, dass ihr mir die Treue haltet, obwohl ich hier mich schon wieder verkasper. Ja, es ist halt 0 Uhr. Ja, ich gucke mir jetzt schön Argentinien gegen Bosnien an. Macht das auch. Morgen Deutschland anfeuern auf der Fanmeile. Vielleicht sieht man sich ja in Berlin. Ich bin auf jeden Fall da und werde da alles geben für unsere Jungs. Ich hoffe, unsere Analyse hat Unrecht. Aber okay, mal gucken, wie das wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, Dienstag gibt es die nächsten Spiele. Dienstag früh werde ich da hier rumdoktern und basteln. Und ja, nachmittags habt ihr dann die Spiele wieder. Wenn ich da heiser sein sollte, seht es mir nach. Ich werde definitiv brüllen morgen bei Deutschland. Ansonsten ja, good night und wir sehen uns. Bleibt euch sportlich, euer Klicks.